Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator mit Dr. X und Markus. Moin. Und wir wollen uns jetzt mal ein bisschen hier beim Parken beweisen. Richtig. Der Einparksimulator, beziehungsweise Anhängensimulator. Oh, der fährt zu schnell. Zu viel Kraft. Ich finde das schön, dass beim Johnny der Gangwahlhebel und so sich bewegt. Ich glaube, ja. Du hast den jetzt wirklich so dumm abgestellt, dass man nicht einmal ankuppeln kann, weil ich kann ihm jetzt nicht... Ah, oh, okay. Man also bekommt das Symbol nicht angezeigt, deswegen... Weil du das Sank-Symbol immer hast. Wahrscheinlich wäre es eh beim vorigen Bad auch schon gegangen. Ma. was soll ich denn jetzt den Zuschauern erzählen? Ja, das, was ich gerade erzählt habe. Ach so, gut. Dass das Dank-Symbol schuld war. Gut, ihr habt es gehört, eigentlich die Tür aufgemacht, ja. Am nee, Skill nicht. Des Fahrers kann es auch gar nicht gelegen haben. Nein, das... Das ist zu hypothetisch. Der ist ein bisschen zu vorne, zu leicht auf der Vorderachse, da geht ja. Ja, muss ein bisschen Gewicht dranhauen. Ups. Brauchst du einen kleinen Schwupp, oder wie ist das? Ich? Ja, Mensch. Ich weiß ja nicht, wie weit das noch ist. Ups. Hast du angehangen? Soll ich jetzt rückwärts gleich zum Feld fahren? Ja. So rückwärts die ganze Nein. Zeit? Ich löse dich ab. Das war jetzt Fehler. Ich hab's gut drücken wollen und weiterfahren, aber ich hab den falschen Anhänger angehabt. Ups. So, dann kuppeln wir erstmal wieder an und überlegen uns ein Thema für diesen Part. Ich habe mir mehrere, eigentlich glaube ich sogar ganz gute aufgeschrieben. Und jetzt, ich bin ja im Moment so ein bisschen erkältet und habe ich mir gedacht, guckst du heute mal ein paar Videos und da habe ich mir so ganz viele Vlogs von unterschiedlichen Leuten, die ich noch nie vorher gesehen habe, angeguckt. Und eins fand ich da ganz interessant, wie glauben Zuschauer, dass der entsprechende YouTuber, die entsprechende YouTuberin ist, also jetzt, oder sich selbst sieht, wie soll man das sagen am besten, ich weiß gar nicht, also zum Beispiel so, Doc, du bist ja jetzt, auch ein Landwirtschaftsprofi. Sehen die sich dich deshalb jetzt irgendwie in Arbeitsanzug vorm PC sitzen und sowas? Ja. Und naja, ich bin ja eigentlich eher der Trucker. Ja, der Trucker, also das du bedeutet, sitzt dann du hast einen Wahnsinns-Bierbox, so ein kariertes Holzfällerhemd an und eine Kappe auf, oder? Ja, und ich höre Country-Musik. Und Kaffee immer dabei. Sowieso. Und okay. Magazine. Natürlich, Herrenmagazine. Wir können. Nee, doch nicht, ne? Können doch nicht die Zeit vorspulen. Nein, er ist noch nicht ganz fertig, glaube ich zumindest. Nee, es fehlen noch ungefähr 3 Bahnen, die ich hier noch fahren muss. Ach, das ist ja im Flug erledigt. Ja, so ungefähr. Ja, aber ich denke schon, dass man sich so ein gewisses Bild, so ein gewisses, von einem YouTuber macht, von dem man halt eigentlich nur die Stimme kennt und, dann das, was er so sagt, was er so macht, dass er vielleicht gar nicht mal so sehr mit den Videos zu tun hat, sondern vielmehr mit der Sprache, die er benutzt, wie er sich so äußert, was weiß ich, ob er vielleicht mit irgendeinem Slang redet oder so, oder sehr gewählt sich ausdrückt. Ja, aber ich glaube, wenn man gerade beim Genre Simulatoren ist das auch so, dass man, wenn man Landwirtschaftssimulator spielt, ist man automatisch vom Ruf her schon mal Bauer. Das ist mir ganz oft aufgefallen. Zum Beispiel auch, wenn auf einem Community-Server, den ich vor 2 Monaten hatte, da war der Markus ja auch häufiger mal dabei, da hat mich irgendjemand auch mal gefragt, musst du nicht gleich auch noch irgendwie dreschen? Ah. Weil die da gerade am Dreschen waren. Also jetzt ja. Real-Life-mäßig. Obwohl, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, Markus, dachte ich ganz ehrlich, aufgrund des vielen Fachwissens, was er so hat, dass er tatsächlich auch in der Landwirtschaft tätig ist. Handler überhaupt nicht. Als leider, keine Ahnung, ob es leider ist.
interessiert halt das Thema persönlich relativ viel und dann dadurch, dass ich als meines Nachbarn einen Bauer halt Bauer haben, der so um die 150 Hektar hat und da bekommt man schon einiges mit auch. Und dann ab und zu helfen und Lohnunternehmen haben wir auch in der Ortschaft eines, das sind, weiß nicht, so 30, Ah. 40 Drescher. Also schon was richtig Großes. Ja, schon. Und ja, da bin ich halt dadurch ein bisschen damit aufgewachsen und immer und sonst auch immer Traktor fahren und was halt so anfällt, ein bisschen helfen da und dort. Und sonst das restliche Wissen, was ich, was sozusagen jetzt gerade so Stand der Technik ist, das eigne ich mir gerade eigentlich nur an wegen LS. Das ist auch irgendwie alles Sonst. viel interessanter, wenn man weiß, wie das denn eigentlich auch wäre, wenn man jetzt nicht zum Beispiel irgendwie den Kramer nimmt und da dann die Cayena dran hängt, Genau. sondern wenn man das alles so ein bisschen passender hat. Das, was sonst so Fachwissen ist, ah, ich glaube, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, hat man da schneller mal was heraus. Und was ich halt auch viel gelernt habe dadurch, dass ich mir die Videos auf YouTube anschaue, was zum Beispiel, wenn irgendwelche Dänen gedroschen werden oder bei Landwirt.com, das ist so ein landwirtschaftliches Zeitschrift. Die machen auch Videos und die posten die auch auf YouTube. Und dort sieht man halt die Neuerungen, was gerade gibt und was gerade so halt von dem ganzen Messen und so weiter und so fort und Ja, dann das gucke ich auch. Fachdinge und so weiter. Und dort dafür erfahrst halt auch relativ viel. Aber wir sehen, dass der Doktor hier wunderbar seine Arbeit hindoktort. Ja, sich vor sich hin doktert, genau. Pfusch macht er, pfusch. Eine Bahn noch, dann haben wir Irgendwer es muss ja geschafft. machen. Irgendwer muss ja den Pfusch machen. Genau. Die anderen sind ja sowieso nur hier am Relaxen. Ich habe aber auch ein T-Shirt, auf dem steht, ich bin schuld. Das ziehe ich mir dann nachher jetzt auch noch an, wenn dann einer fragen sollte. Also Doc ist schuld. Ach so, ja, gut, Mensch. Hoffe, man hört jetzt gerade nicht mein Danke. Telefon läuten, aber ich glaube nicht, das ist zu weit weg. Ah, Aber ich ich. lasse es läuten. Ne, ich glaube, ich höre es nicht. Ist nur das Festnetztelefon, das liegt irgendwo. Meines liegt hier neben mir, das ist egal. So. So, ich glaube, dann sollte ich alles erwischt haben. Jo. Jo, und ich spule die Zeit. Dann können wir nämlich gleich schon ans Dreschen gehen. Und jetzt überlege ich, einer kann dreschen, einer kann häckseln, einer fährt ab. Oder wir machen das so, dass einer nebenbei noch Gras macht, obwohl das ist so mittlerweile, glaube ich, nicht mehr so das Effizienteste. Naja, wir müssen ja sehen auch noch. Ja, Feld genau, ach 1. ja, genau, ja. Ein Feld muss noch gesät werden. Weil ich hätte dir jetzt gerne mal die sozusagen die Hänger dann nur so neben das Feld gestellt. 2. Wäre dann zur BGA mal runtergefahren. Hätte dort den Häcksler wieder geschnappt. Ja, der kriegt doch Ach den so, dann habe ich ja. Ladewagen. Der kriegt den Ladewagen. Wo steht der Ich Ladewagen? glaube, oben an der Kuhwiese. Am besten du nimmst dafür den Johnny, oder? So, ich habe jetzt gerade einen Fan gehabt, mir ist das Ja, egal. genau. Hauptsache, du nimmst jetzt nicht irgendwie Unimog oder so. Oh nein. Da bist du ja wieso nicht so scharf drauf. So. Bei welchem Feld müsste noch ausgesät werden? Ich bin gerade so drin. Balance. Eins, okay. Was soll da drauf? Auch Raps, würde ich sagen. Auch Raps, okay. Ich weiß gar nicht, meinst du, dass man da mit einer Sämaschine hinkommt? Ich habe keine Ich Ahnung. hoffe. Hoffentlich. Nicht, dass wir hier wie bekloppt hin und her fahren müssen. Ich glaube, einmal muss man laden fahren. Ich glaube auch. Aber Ja, dann naja, muss ich einmal halt geht ja einmal noch. laden fahren. Das ist doch auch nicht so schlimm. Bin dann mal laden. Ich So, ich nicht. verbrauche ein bisschen Diesel. Aber, ja. Das Blöde ist jetzt, Markus kann dazu gar nicht so richtig was sagen, wie YouTuber einen dann sehen, weil noch hast du ja keinen Kanal, wenn wir hier gerade aufnehmen. Und Naja, kennst aber ja auch doch, noch er nicht so. kann insofern ja dazu was sagen, weil er ja weiß, wie er selber andere YouTuber sieht, ohne sie gesehen zu So, haben. ich muss ganz kurz aufs Telefon gehen, es tut mir leid. Ja, okay. Gut. Da hat er Ja, sich gedrückt um aber sein es ist Statement. manchmal halt wirklich eine Überraschung, wenn du sie dann mal irgendwie, was weiß ich, mit einer Facecam oder so siehst, wie sie in Wirklichkeit sind.
Ist auch so ein Thema, ne? Du machst ja auch keine Facecam. Bis Nein. jetzt zumindest. Hast Bis du es denn jetzt irgendwann mal vor? weiß ich noch nicht, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich ja. Aber dann werde ich mir vorher irgendwie, was weiß ich, es ist ja bald Halloween, da hole ich mir dann irgendwie so eine Freddy Krüger Maske, die ich mir dann aufsetze. Und dann setze ich mich vor eine Facecam. So, ich muss entschuldigen, ich bin jetzt wieder da. Okay. Ja, wir haben gerade kurz über Freddy Krüger Facecam. habe ich nur gehört. Ja, genau, er wollte sich eine Maske holen bei der Facecam. Ja. Vom guten Freddy. Freddy oder weiß ich, oder irgendwie eine Zombie-Maske oder sowas. Irgend sowas. Obwohl ich Ja, ja jetzt kommt absolut kein ja, Zombie. jetzt kommt ein gutes Spiel bald raus. Das was ja wieder in den Horrorszene angelegt ist hier. Aber ich weiß nicht, wann das rauskommt. Das kommt gleich erst nächstes Jahr raus. Okay. Boah, die Kühe, die laufenden Kosten Nee, aber um sind Spuren da, dazu. also finde ich sowieso mit den Facecams, finde ich, wird das ein bisschen zu sehr übertrieben. Ja, ich finde das auch blöd, wenn man das nur immer Facecam. Ich werde irgendwann mal Facecam machen, aber ich möchte das irgendwie zu was Besonderem machen, wenn es dann passiert und Richtig. nicht irgendwie so von Anfang an so ganz selbstverständlich, sondern nur so. Ich verstehe es zum Beispiel nicht, für was man bei zum Beispiel Landwirtschaftssimulator oder bei irgendwelchen Spielen, wo es um nichts geht oder Age of Empires oder sowas eine Facecam braucht. Ja, Das ist gut, so. okay. Es verkauft sich vielleicht ganz gut, ne? Einige Leute haben das ganz gerne, einige Zuschauer. Mich persönlich lenkt es halt ab. Wenn ich Videos gucke, dann will ich das Video sehen, möchte halt, wenn es ein Gameplay-Video ist, das Gameplay sehen. Ja, aber wenn ich was mit Facecam machen würde, dann würde ich nicht auch einfach nur ganz stumpf irgendwo einen Rahmen hinklatschen mit meinem Gesicht drin, sondern dann würde ich das mit einem Greenscreen machen, sodass man den Hintergrund, den man Ja. hinter sich hat, dann durchs Spiel ersetzen kann und dann wirklich nur den Richtig. Kopf da hat. Das finde ich dann nochmal ein bisschen besser, ist natürlich auch technisch aufwendiger und alles. Wenn ich Definitiv. es mache, dann so. Sonst. Ja. Hat ja jetzt, Commander Krieger hat da ja jetzt beispielsweise auch irgendwie dieses Wochenende oder sowas mit angefangen. Also jetzt, wo wir das aufnehmen, dass jetzt auch sein Padawan, der Schimpanse, der hat ihm das praktisch vorgemacht und das wollte er jetzt auch haben und so. Es sieht schon ganz cool aus, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die ganze Zeit, als ich jetzt dieses letzte Video von CK geguckt habe, habe ich immer die ganze Zeit nur auf CK geguckt und nicht eine Sekunde auf das Bild. Also auf das Spiel, was im Hintergrund Ja, gelaufen ich, ist. für mich persönlich, die machen ja beide eher Commentaries oder nur Commentaries fast. Ja. Ich gucke keine Commentaries, also ich höre die höchstens. Und wenn dann, weiß ich nicht, wenn der da irgendwas Lustiges gerade vormacht, dann finde ich das auch ganz lustig. Das Spiel an sich ist mir egal. Die könnten da auch ein schwarzes Standbild einfügen. Und Ja. das würde mich ungefähr genauso sehr interessieren. Das ist vielleicht dann etwas heftiger, die Meinung, aber naja. Aber man sieht auch oft, Greenscreen ist ja eine sehr aufwendige Sache, weil du musst den ja perfekt ausleuchten, sonst hast du diese, ja, diese Bildfehler, diese Ja. verpixelten Bewegungen und alles Mögliche. Und das ist halt Richtig. alles ziemlich kompliziert und aufwendig. Und wenn man dann nur schlechte Webcam oder so hat, dann ist es noch mal schlimmer und ist alles sehr komplizierter. So, ich glaube, der Part ist am Ende. Ich bin jetzt einmal ums Feld gelaufen und wir sind jetzt so in der mittleren Wachstumsstufe. Und ich glaube, wir sind Ja. dann im nächsten Part fertig mit dem Wachsen. Und dann sehen wir uns auch wieder. Okay, Tschüss. ciao. Ciao. Ja.